drin. Viele von ihnen erlebe ich hautnah auf meiner Reise über den giftigen Kontinent. Anflug auf die Halbinsel Cape York im äußersten Norden Australiens. Giftiger als hier ist es nirgendwo. Ein alter Freund erwartet mich bereits. Brian Fry, einer der renommiertesten Giftforscher des Landes. Hey Brian. Hey Brian, wie geht's? Long time no see. Long time. How's it, man? It's good. I got something new. Good, ich hab was Neues. Oh my God. Oh wow. A snake. Gleich zwei Schlangen. Two snakes. Was für eine Art ist denn das? What species is it? Just ink snake. Die Tintenschlange. Man muss halt wissen, er ist zwar ein super Wissenschaftler, aber ist auch ein bisschen durchgeknallt. I just told them, you're a good scientist, but you're a little bit weird. Durchgeknallt macht Spaß. Okay, let's go then. Brian ist ordentlicher Professor an der Universität Melbourne und Heavy-Metal-Fan. Er reist über den Kontinent und sammelt Gift, hauptsächlich Schlangengift. Das Gift braucht er zur Erforschung von Antiseren und neuen Medikamenten für die Pharmaindustrie. Was macht Tiergifte so spannend? Gifte sind der ultimative Höhepunkt der Evolution. Auf der einen Seite steht der Jäger, auf der anderen die Beute. Und dazwischen das Gift, das chemisch genau auf beide abgestimmt ist. Seine Wirkung ist einfach faszinierend. Heute will Brian Seeschlangen fangen. Giftige natürlich. Und möglichst viele davon. Denn je mehr Gift er melken kann, desto besser ist es für seine Forschung. Der Profiangler Josh gehört auch zu Brians Team. Er kennt sich aus hier am Ende der Welt. Wie finden wir sie? Die Seeschlangen schwimmen zum Grund, wo die Fische schlafen. Sie schnappen sie sich, beißen sie und bringen sie zur Oberfläche, wo sie sie dann verschlingen. Danach schlafen sie direkt ein. Tagsüber müssen sie nämlich tief unter Wasser bleiben, um sich vor den Seeadlern zu schützen. Nachts sind sie auch an der Oberfläche sicher und deshalb kommen sie alle rauf. Du wirst schon sehen, wie viele das sind. Aber erst, wenn es dämmert. Brian kommt seit Jahren hierher. Mehr als 1000 Seeschlangen hat er schon gefangen, die meisten mit dem Kescher, aber viele auch mit der bloßen Hand. Wir machen es so. Die kleineren Schlangen behältst du im Netz. Und die größeren, die nicht hineinpassen, greife ich mir. Ich lege sie aufs Deck und du drückst den Kescher oben drauf, um sie festzuhalten, bis ich den Kopf sicher im Griff habe. Wie soll das denn gehen, wenn sie zu groß für das Netz sind? Pass auf, ich werfe sie aufs Deck und du drückst sie runter. Brian ist ein richtiger Adrenalin-Junkie. Bei Gefahr lebt er auf. Und der Job ist gefährlich, trotz all seiner Erfahrung. Sie war zu schnell, war ziemlich groß. Ich würde tippen, die war bestimmt 1,5 Meter lang. Was für eine war das denn? Ein Hardwick-Seeschlangenweibchen. Woher weißt du das? Weil die Weibchen etwa doppelt so lang sind. Alle Seeschlangen sind lebendgebärend und die Weibchen deshalb größer. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich alles glauben kann, was Brian mir so erzählt. Also ob das jetzt wirklich eine weibliche Schlange war. Ganz sicher? Klar. Er ist der Experte. Go! No, got it. Bring him on the deck. Bring him over here. Aufs Deck damit. Okay. Soll ich festhalten? Geht schon. You got it. Feel with your skin. Fühl mal, wie raus sie ist. You really can rip sicher dran schneiden. Wofür ist das gut? Klettern die etwa auf Felsen? Exactly. Only the males genau. Have it. Das hat nur das Männchen. Bei der Paarung klammert es sich damit ans Weibchen. Sie haben keine Arme, er hält sie so fest. Seeschlangen haben relativ kurze Giftzähne. Sie sind aber lang genug, um menschliche Haut zu durchdringen. Hier, oh, so viel mal zu dem Mythos, dass diese Schlangen nicht beißen können, weil ihr Maul zu klein ist. Aber ich bin natürlich schlau, ich habe vorher meinen Finger daraus genommen. Seeschlangengift gehört zu den stärksten Schlangengiften überhaupt.
go, 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 go. Eine größere. Diese Sorte ist für 90% der Todesfälle durch Seeschlangen verantwortlich. Es ist die große Seeschlange, die gefährlichste hier. Aber diese ist noch jung. Wie groß können die denn werden? Etwa 1,30 Meter. Dann ist das ja noch ein richtiges Baby. Wie alt ist die wohl? Wahrscheinlich aus dem diesjährigen Wurf. 4 oder 5 Monate vielleicht. Und ist ihr Gift schon gefährlich? Allerdings. Tödlich? Ja. Seeschlangen sind scheue Tiere. Sie beißen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Schon eine kleine Menge ihres Giftes reicht aus, einen erwachsenen Menschen zu töten. Hat dich schon mal eine gebissen? Ja, und es war furchtbar. Ich war 9 Monate lang krank. Wie fühlt sich das denn an? Die absolute Folter. Stell dir vor, du hast nach dem Sport einen schlimmen Muskelkater und multipliziere den Schmerz dann mit unendlich. Dieser Schmerz frisst dich durch jeden einzelnen Muskel in deinem ganzen Körper. Das war echt grausam, eine Qual. Hast du Gegengift bekommen? Ja, im Krankenhaus, sonst wäre ich jetzt tot. In Australien ist ja die Versorgung mit Gegengiften viel besser als anderswo, oder? Ja, schließlich ist Australien der giftige Kontinent. Hier gibt es mehr giftige Tiere als irgendwo sonst. Das macht das ja so außergewöhnlich. Brian hat noch längst nicht genug. Wir suchen weiter. Doch dann passiert etwas wirklich Bemerkenswertes. Wir können mit unserer Kamera festhalten, was Brian in den vielen Jahren seiner Forschung noch niemals zu Gesicht bekam. Den Paarungsakt der Seeschlangen. Wie lange dauert die Paarung? Das weiß ich gar nicht. Ich beobachte sie auch zum allerersten Mal. Das ist schon toll. Man weiß wenig über die Fortpflanzung der Seeschlangen. Sicher ist nur, dass viele Arten vom Aussterben bedroht sind. Wie viele Junge kriegen sie? Unterschiedlich. Die Hartwig-Seeschlange wirft immer nur 2 Junge. Weil sie in Freiheit nur 4 bis 5 Jahre alt werden, paaren sie sich nur etwa 2 Mal im Leben. Das erklärt auch, warum die Spezies so darunter leidet, wenn die Tiere in Schleppnetzen umkommen. Die niedrige Fortpflanzungsrate macht sie also besonders anfällig für menschliche Einflüsse. Seeschlangen gehören ja nun nicht gerade zu den beliebtesten Tieren. Gibt es da eigentlich einen Wandel? Bemühen sich die Menschen inzwischen auch vermehrt um den Schutz von Tieren, die hässlich und giftig sind? Auch wenn du sie natürlich nicht hässlich findest. Ja, ich glaube, die Leute lernen jetzt die ganze Artenvielfalt und die Wunder der Natur zu schätzen. Und auch vom rein kapitalistischen Standpunkt gesehen. Weißt du, wie viele Menschen Bluthochdruck haben? Die meisten nehmen ACE-Blocker dagegen. Und die macht man aus Schlangengift. Da steckt eine Multimilliarden-Dollar-Industrie dahinter und unzählige Menschenleben. Schlangengift ist in der Medizin unersetzlich. Alle Arten sind wichtig. Wenn wir die Schlangen ausrotten, könnten wir genauso gut Milliarden Dollar ins Meer kippen. Gegen Mitternacht machen wir Schluss. 7 Schlangen sind in der Box und Brian ist zufrieden. In seinem Labor in Melbourne wird Brian das Gift der Schlangen analysieren. Wir fahren zurück ins Hotel. Und dort begegne ich der wohl gefährlichsten Kreatur ganz Australiens. Der Agarkröte, auch Riesenkröte genannt. Sie ist überall, besonders da, wo Menschen sind. Wow, gucken Sie sich das mal an. Eigentlich bin ich nur noch aus dem Zimmer gekommen, weil meine Wäsche schmutzig ist und die Waschmaschine da hinten steht. Und dann hier das, alles voller Agarkröten. Das muss ich unbedingt Brian zeigen, denn die Agarkröten in Australien, das ist wirklich eine ganz besondere Geschichte. In den 30er Jahren wurde das aus Südamerika stammende Tier erstmals in Australien ausgesetzt, zur Schädlingsbekämpfung. Doch die Kröte fraß alles, nur nicht den Schädling. In Windeseile breitete sich der neue Bewohner über den Kontinent aus. Das Problem dabei? Die Agarkröten sind hochgiftig und für die meisten einheimischen Tiere absolut unverdaulich.
Ryan, look at this. Guck mal. Was gibt's? This is Cato Power. Agarkröten, ohne Ende. Get one here. Das hier ist eine der größten Plagen Australiens. Du magst doch alle giftigen Tiere, auch giftige Kröten? Nein, weil sie australische Arten töten. Die hat mich angepinkelt. Lass das. Das Wichtigste sind diese Drüsen da. Das weiße Zeug, das da rauskommt, das ist das Gift der Kröten. Das kann man aus diesen Drüsen rauspressen. So, but this venom, ihr Gift ist eine ernsthafte Bedrohung für die Tiere Australiens, oder? Diese eine Kröte könnte ein gut 3 Meter langes Krokodil töten. Wie das denn? Na, mit dem Gift. Jede Warze auf dem Rücken der Kröte gibt Gift ab. Die australischen Tiere kannten diese Gifte ja nicht und haben auch keinerlei Abwehrkräfte dagegen aufgebaut. In Südamerika, da haben sich die Tiere zusammen mit den Kröten entwickelt und einige können sie sogar fressen. Also gibt es doch ein giftiges Tier, das du nicht magst. In Brasilien würde ich sie mögen, aber nicht in Australien. Wie groß ist denn die Gefahr für die einheimischen Arten hier wirklich? Verheerend. Die Todesottern sind fast ausgerottet. Warane und Beutelmarder sind ausgelöscht. Und der Krokodilbestand schrumpft. Man glaubt gar nicht, was so ein eingeschlepptes Tier anrichtet. Und ich bin jetzt wahrscheinlich der einzige Mensch in Australien, der dieses Tier wieder freilässt, ohne es umzubringen. Okay, ich lasse sie leben. Wir müssen sie nicht töten. Krokodile gehören zu den größten Opfern der Agarkröten. Mehr noch als die mächtigen Salzwasserkrokodile trifft es die kleineren, nur in Australien lebenden Freshies, die Süßwasserkrokodile. Sie sind durch die giftigen Kröten bereits erheblich in ihrem Bestand dezimiert. Eine andere Gefahr für die Krokodile sind Jäger, die es auf ihre Haut abgesehen haben. Krokodilleder ist immer noch heiß begehrt. In den letzten Jahren hat die Wilderei allerdings nachgelassen. Heute fängt man keine Krokodile mehr, man züchtet sie. Wie bei Hartleys Creek, einer Farm im Bundesstaat Queensland. Ihr Manager Nick Stevens zeigt mir, wie die Krokodilzucht abläuft. So, jetzt ganz leise. Hallo Jungs, wir kommen rein. Als erstes führt mich Nick ins sogenannte Babyzimmer. Die sind etwa einen Monat alt. Ein Monat? Ja, das sind die Jüngsten. Weiter hinten sind die Älteren. 2500 Krokodile werden jedes Jahr in Hartleys Creek gezüchtet. Ein florierendes Geschäft. In Australien gibt es mittlerweile 17 solcher Farmen. Die in diesem Becken müssen wir demnächst klassifizieren.